Hallo Spencer! Hamburg. Zur Stunde beginnt eine neue Folge der Sendereihe Hallo Spencer. Aus Kreisen, die Kinder nahestehen, kommt die Meldung, dass viele Kinder vor den Fernsehapparaten sitzen und die Sendung ansehen. Wie der Präsident der Norddeutschen Kindergesellschaft mitteilte, Verzeihung, wird in der heutigen Folge der Themenkatalog Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr voll inhaltlich abgehandelt. Durch die Sendung führt der durch alle Folgen dieser Sendung führende Spencer. Quatsch. Hallo, liebe Freunde, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber guter Alter Spencer. Habt ihr schon gedacht, ihr seid in der falschen Röhre gelandet, was? Nein, ihr schaut in den richtigen Kanal. Falsch. Hingegen ist die Wortwahl zur Themenstellung in der heutigen Sendung, Worte wie Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr sind durchaus nicht kindertümlich. Ach nee, und was würdest du denn statt Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr vorschlagen? Ich würde vorschlagen Kommunikationswesen, Verbringung und Ortsveränderung. Ach ja, und das ist kinder-dings-da-tümlich, ja? Genau. Elvis, guck doch mal eben nach, ob die Kastanien blühen, ja? Ob die Kastanien blühen, gut. Ob die Kastanien blühen? Ja, damit du nicht so viel Blödsinn hier verzapfst. Unverschämtheit. Also sowas. Ich gehe. Ding dong. Also Leute, jetzt ist ja alles ganz einfach. Nachrichtenwesen zum Beispiel. Ich muss den guten Kasimir von was benachrichtigen und dazu nehme ich das Misophon und rufe einfach mal an. So. Hallo? Ja? Wer ruft mich denn da? Tag, Kasimir. Sag mal, hast du ein bisschen Zeit? Ich hätte was zu erledigen. Kannst du mal ins Studio kommen? Also, ja, für dich, dann nehme ich mir die Zeit. Fein. Ich bin gleich da. Na, danke schön, Kasi. Bis gleich dann, ja? Na bitte, klappt doch alles. So, Leute, jetzt seht ihr eine ganz große Show über den Transport von Gummibärchen, über die Nachricht, dass sie angekommen sind und über den Verkehr, den das alles macht. Und nun mal aufgepasst und zugeguckt. Ich habe hier eine Tüte. 12 Gummibärchen. 1 für Galaktika. 1 für Lexi. 1 für Kasimir. 1 für Nesbobuk. 1 für die Quietschboys. 1 für Poldi. Nur 1 für Spencer. Und 1 für die Zwillinge. Und 1 für Elvis. Und, na, das werdet ihr auch alle. Die 1 kriegen. Wieso? Wieso sind denn da 3 übrig? Elvis! Ja? Du von da? Die Kastanien blühen nicht. Es ist vielmehr die Zeit, in der sie Früchte tragen. Na, das weiß ich doch. Wieso sind denn hier 3 Gummibärchen übrig? Weil du, wie ich beobachten konnte, für die Quietschboys und die Zwillinge nur je ein Gummibärchen in die Tüte getan. Ach, klar, sind ja 3 Quietschboys. Quietschboy 1, Quietschboy 2, Quietschboy 3. Na, alles klar. Nee, Moment. Der 2. Zwilling. Elvis! Spencer? Sag mal, was ist mit dem Gummibärchen für den 2. Zwilling? Es befindet sich bereits in der Tüte, denn du hättest für die 3 Quietschboys nur 2 nachfüllen müssen. Denn 1 war ja schon drin. Somit ist das irrtümlich für die Quietschboys als 4. eingefüllte Gummibärchen das eine für den 2. Zwilling. Aha. Und da bist du ganz sicher? Ja. Und es ist für jeden ein Gummibärchen drin? Ja. Und ich kann mich auf dich verlassen? Ja. Und die Kastanien, die blühen? Ja. Nein. Sowas. Hallo, Spencer. Hallo, Kasi, hallo. Fein, dass du schon da bist. Ich soll dir helfen. Ja, Kasi, alter Freund und Helfer, in dieser Tüte hier, da befinden sich 12 Gummibärchen, ja? Für jeden von uns, der hier so wohnt, 1. Ich bitte dich nun, sie zu allen zu transportieren und allen zu sagen, sie möchten die Nachricht übermitteln, dass sie das Gummibärchen bekommen haben. Und sie möchten sich die Worte merken. Nachrichtenwesen, Transport, Verkehr. Verstanden? Ja, so ziemlich. Ich soll ja, als... Ja, du bist die Firma Kasis Spezial-Gummibärchen-Transporte. Oh, sag das noch einmal. Aber gerne. Kasis Spezial...
Gummibärchentransporte. Ja, das bin ich. Und sonst nichts. Tschüss, Spencer. Tschüss, Kasi. Tschüss. Sag mal, Spencer, ist denn in der Tüte auch ein Gummibärchen für Kasi? Aber gewiss doch, klar. Fein. Kasimir. Oh. Kasimir, was machst du da? Ich aßte mein Gummibärchen. Falsch! Aß! Ich hab doch, du hast du doch... Du aßest mitnichten ein Gummibärchen, sondern transportiertest ein solches mit der Hand von der Tüte in den Mond. Ich? Was? Kasis, stadtbekannte, weltberühmte Spezialgummibärchentransporter, ab geht die Post. Ist gut. Tschüss, Spencer. Kasimir, du könntest das Transportgewicht dadurch erleichtern, indem du Spencer und mir vorab die uns zustehenden Gummibärchen überreichst. Was? Ach so, na sag doch gleich, dass du scharf auf dein Gummibärchen bist. Bin ich auch. Und was wollen die sich jetzt alle merken, Kasimir? Ja, pass auf, also zuerst Nachrichten lesen. Hm? Und dann Transport und Verkehr. Ja, sehr gut, Kasi, sehr gut, mach's gut, Kasi. Tschüss. Tschüss. Oh. Willst du ihm nicht doch lieber nachrufen, Kommunikationswesen, Verbringung und Ortsveränderung? Willst du nicht doch lieber gucken, auf die Kastanie wühlen? Na und Leute, jetzt geht's aber los. Wir schalten um nach Nepomukhausen. Ich meine zum Ortsrand von Nepomukhausen. Zu Nepomuk. Bringt mir euer altes Gerümpel. Immer nur vor meiner Schlosstor. Ja. Ich kann alles gebrauchen. Dem Mann kann geholfen werden. Da kann ich sicher nicht den Vulkanschutt auftreiben. Ja. Wie heiße ich? Dem Nepomuk bringen wir unsere alten Bettgestelle, nicht? Ja, und die Matratzen. Ihr Leute, hier spricht Nepomuk. Kasi, was hast du denn da in der Tüte? Gerümpel? Ach, von wegen Gerümpel. Nein, in dieser Tüte transportiere ich Gummibärchen. Gummibärchen. Schrecklich schön süß. Ich hoffe, du hast auch solche für mich. Eins, Nepi. Eins, Nepomuk. Eins habe ich für dich von Spencer. Mhm. Und du musst ihm bitte Bescheid sagen, dass ich es dir gegeben habe. Hm? Ja. Mach ich. Und merke dir die Worte Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Was? So ein Quatsch. Ja, kein Quatsch. Hört ihr Leute, hier spricht Nepomuk, so. Der Gerümpel. Den Nepomuk, den habe ich geschafft. War ja ganz einfach. Nepomukhausen. Wieder erwarten hat der Jungdrache Poldi bei einem Spaziergang keinerlei Anzeichen von Fresssucht gezeigt. Nepomukhausen. Ab sofort kann Gerümpel sowie Sperrmüll bei dem bekannten Gerümpelfreund Präsident Nepomuk aus Nepomukhausen abgeladen werden. Wir berichten live vom Schauplatz und schalten um zum Eingang von Schloss Nepomuk Hall. Hoffentlich laden die nur genug Gerümpel bei mir ab. Hast du nicht was Süßes? Nee. Du? Was? Ob du was Süßes hast? Nee. Ich hätte auch aber Bock auf was Süßes, du auch? Ich ja, weiß was. Wir singen hier bei Nepomuk einen Song, hä? Oh nein. Dann kriegen wir vielleicht was Süßes, du. Ja. Ja, oder Geld. Und dafür kaufen wir uns dann was Süßes. Ja. Genau, wo stellen wir uns denn hin? Ja, hier, vor die Tür. Vor die Tür. Vor die Tür. Gut. Mimi. Hey, Nepo. Hör uns nicht voll singen. Wir bringen hier die Luft zum Schwingen. Wir haben einen leeren Magen und wollten dich nach Süßen fragen. Ja, wo ist er denn? Ja, vielleicht ist er da. Ist doch blöd. Ja, so ein Schlosser hat es schwer. Er kennt vor Schrott kein Mitleid mehr. Hey, Nepo, leih uns mal ein Ohr. Wir quietschvoll singen hier im Chor. Wirf uns doch was vom Schloss herab. Wir sind
sind vom Singen schon ganz schlapp. Ja, so ein Schlossherr hat es schwer. Er kennt vor Schrott kein Mitleid mehr. So was. Hey Nebo, hör uns endlich zu. Dann lassen wir dich auch in Ruhe. Gib uns doch irgendwas zum Schleckern. Dann hören wir auch auf zu meckern. Das sieht ja sehr gut aus, das Gerümpel da. Ja, so ein Schlosser hat es schwer. Er kennt sich schon singt das. Das gibt's doch nicht, singendes Sperrmüll. Singendes Gerümpel kann ich nicht gebrauchen. Hey, Nebo, komm! Nein, die Tasche. Ruhe! Los da! Wir sind aber kein Gerümpel, lieber Nepomuk. Wir sind die Quietschboys, lieber Nepomuk. Und singen uns hier für dich die Kehle aus dem Leib, lieber Nepomuk. Und warum bin ich dauernd euer lieber Nepomuk? Weil wir Hunger haben auf was Süßes. Ich hab nichts Süßes. Ich hab nur Gerümpel. Naja, wir dachten, wer in so einem Bonzenkasten wohnt, der hat auch Knete, nicht? Ja, und gibt uns ein bisschen ab von seiner Kohle, damit wir uns was Süßes kaufen können. Da habt ihr was. Oh, danke, lieber Nebo. Boah, das war aber viel. Kronenkorken hat er uns geschmissen. Dafür können wir uns doch nichts Süßes kaufen. Das ist vielleicht ein schäbiger Geiziger, lieber Nepomuk. Was heißt hier geizig? Das waren meine wertvollsten Kronenkorken. Wozu brauchst du denn den ganzen Schrott, Nepomuk? Ich liebe doch Gerümpel. Ich will aber was Süßes. So? Na, da hast du etwas. Komm, was ist so denn von mir? Ja, ich hab ja für jeden ein Gummibärchen. Die habe ich von Spencer. Ja. Aber ihr müsst ihm Bescheid sagen, dass ihr eins gekriegt habt. Ja, gut, und merkt euch die Worte Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Das war so Quatsch. Wieso Quatsch? Gar kein Quatsch. So, und nun helft mir mal die Galaktika herbeisingen. Ja, gut. Ich rufe dich Galaktika vom fernen Stern Andromeda. Ich möchte dir ein Gummibärchen geben. Ach, könntest du nicht mal eben runterschweben? Ja, jetzt wird gut. Oh, da kommt sie ja schon. Galaktika! Galaktika! Ich will dir doch bloß das Gummibärchen geben. Ach, was ist denn das? Was soll denn das? Das ist Weltraumgerümpel. Sternensperrmüll. Andromeda-Abfall. Hm. Naja, ich sehe schon. Ich werde wohl auf dem Gummibärchen von Galaktika sitzen bleiben. Finger weg. Sowas Pfoten. Nichts kriegt er. Ganz schön stinkig, der Kasi. Ja, Gummibärchen für ein Wesen vom anderen Stern. So ein Quatsch. Leute, da bin ich wieder. Klappt ja alles wunderbar, geradezu Spenceriös. Ja, also wir können jetzt auf der Gummibärchenliste abhaken. Spencer, Kasimir, Nepomuk, Quietschboys, Elvis. Ja. Ach Elvis, ich hab dich nicht gerufen, ich habe dich hier abgehakt. Ach so. Nun könnten schon etliche kommen und Nachricht geben, dass sie ein Gummibärchen von dir bekommen haben, Spencer. Stimmt, genau, Elvis. Darum warten wir jetzt ein bisschen, ja? Ja, genau, warten wir ein bisschen. Ja. Na, war wohl doch nichts. Nun gut. Weitere Meldungen aus dem Inland. Nepomukhausen. Die von Präsident Nepomuk einberufene Sperrmüllaktion erwies sich als voller Erfolg. Der Präsident ist für die nächsten Wochen ausreichend mit Gerümpel eingedeckt. Lexikanien. Überall in Lexikanien reifen die Kastanien. Ein aktueller Bericht aus Lexikanien. Ah!
Wir sind zu klein. Quatsch, die Zweige sind zu hoch. Das ist doch dasselbe. Gar nicht. Wenn die Zweige tiefer wären, könnten wir auch ran. Wenn wir größer wären, auch. Mensch, bist du blöde. Selber blöde. Und du. Selber. Und dämlich. Selber. Selber. Hört mal zu, ihr zwei. Ihr macht zu viel Lärm. Ich muss an meiner Lexiklopädie arbeiten. Und wir müssen Lärm machen. Mensch, Lisa, wir holen uns von Lexi Bücher. Ich will aber Kastanien. Eben, darum holen wir uns ja Bücher. Wir können doch gar nicht lesen. Mensch, bist du blöd. Zum Draufsteigen natürlich, damit wir größer werden. Ja, natürlich. Toll. Das klappt bestimmt. Guten Tag, Lexi. Guten Tag, ihr zwei. Lexi, pumpst du uns Bücher? Ihr wollt lesen? Nein, wir brauchen für Kastanien. Quatsch. Oh. Natürlich zum Lesen. Zu was denn sonst? Können wir uns welche aussuchen? Ja, also ich... Zum Beispiel das hier. Nein, 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 das ist nichts für euch. Was wollt ihr denn mit einem Lehrbuch über höhere Mathematik? Ich nehme die alle hier, ja? Die wollt ihr alle lesen? Klar. Wir bringen sie auch zurück, wenn wir sie ausgelesen haben. Aber das dauert doch Jahre. Oh, ist das schwer. Was? Na los, steig doch drauf. Ja, ja doch, doch schnell, Mann, bevor er sieht. Jetzt steig doch drauf. Aua. Du mit deinen blöden Ideen. Ich weiß was. Was denn? Und hops. Und hops. Mona, das kannst du doch nicht machen mit Lexis Büchern. Und hops. Wieso? Sollen wir erst die Kastanien ausgraben oder sollen wir den Pilz aufessen? Ha? Ach, ich weiß nicht. Hey, was macht ihr denn da mit meinen wertvollen Büchern? Wir lesen sie. Stör uns nicht, Lexi. Du liest also, Mona? Ich bin Lisa. Das ist mir jetzt völlig egal. Jedenfalls, du liest. Das siehst du doch, dass wir lesen. Du kannst nämlich gar nicht lesen, sonst würdest du das Buch nicht verkehrt rumhalten. Ich spiele nämlich viel mehr vorher mit meinen Büchern Ball. Gar nicht, Kastanien warm. Das ist ja noch schöner. Dafür sind meine wertvollen Bücher auch nicht geeignet. Also, ich weiß gar nicht, was ich mit euch machen soll. Hallo, Lexi. Hier, nimm erstmal ein Gummibärchen. Was? Das beruhigt die Nerven. Oh, ich will auch ein Gummibärchen. Moment mal. Also Lexi, du musst dem Spencer aber Bescheid sagen, dass ich dir ein Gummibärchen hertransportiert habe, nicht? Mhm. Und merke dir Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Ich muss jetzt hier meine Bücher zusammensammeln. Wir wollen auch Gummibärchen. Ja, ihr seid hier. Hier zwei für euch. Zwei für uns. Und du auch hier? Gut. Was wolltest du denn? Da war nur noch eins drin. Da ist doch richtig. Aber Mona hat zwei. Wieso? Du hast doch gesagt, zwei für euch. Dann hab ich zwei genommen. Ja, zwei für euch. Das heißt, für jeden eins. Ach so. Also, ist doch klar, Mensch. Und sagt Spencer Bescheid, ja? Ja, machen wir. Und merkt euch Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Ja, machen wir. Kasi, wir wollten noch die Kastanien hier runter haben. Ja, und? Du kennst dich doch da aus. Keine Ahnung. Puste doch vielleicht mal. Pusten. Poldifingen. Wie wir soeben erfahren, schwebt Kasi in größter Lebensgefahr, wenn er nun mit seinem Gummibärchen zum Jungdrachen Poldi geht, der bekanntlich immer alle Fresse... Elvis, was machen wir denn da? Ja, ist doch ganz klar, wir gehen sofort zu Poldi und helfen Kasi. Ja, aber vorher rufen wir die anderen an, ja, dass sie auch hinkommen. Hast du nur meinen Kopf oder soll ich es raussuchen? Nepomuk hier. Ja, hallo, Nepi. Entschuldige bitte, Nepomuk. Sofort nach Poldifingen zu Poldi kommen, Kasi helfen, könnte dort gefressen werden sollen. Geh sofort los. Fein. Und bitte sagst du auch den anderen Bescheid, ja? Mach ich. Wir gehen auch gleich los, glaube ich. Ja, Mensch, das Kind. Los, der arme Kasi. Kasi! Was machst du denn hier? Du hier? Ja, ich hier. Kasis stadtbekannte Spezialgummibärchentransporte erledigt. Bis auf Galaktika. Moment mal. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nur Galaktika, sagst du, hat noch mal kein Gummibärchen? Nur Galaktika. Und Poldi? Poldi? Ja.
Ja, ich habe aber doch nur noch ein Gummibärchen. Ja, das war aber doch für Poldi. Nein, für Galaktika. Ja, aber dann hat dir jemand das Gummibärchen geklaut. Geklaut? Ja. Ja, aber, und der Poldi, den habe ich vergessen. Ach, weißt du, warum ich den vergessen habe? Ja. Wenn ich an den denke, denke ich immer, der frisst mich. Kasi, ganz im Vertrauen. Ganz im Vertrauen, Frau Poldi, brauchst du im Augenblick gar keine Angst haben. Nein. Ich kann dir versichern. Was? Ich will sofort ein Bärchen haben. Da bin ich der schönste Jungdrache der Welt. Aber alle anderen kriegen Bärchen. Ha, wo ist meins? Hier. Ah, ist das popelig? Poldi? Ja, was, wo, wie? Poldi, weißt du denn, wie du heißt, wenn du das Gummibärchen gefressen haben wirst? Nö. Poldi, der Bärenfresser. Uah, ist das klasse. Oh ja, her damit. Niam, 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 niam. So, Herrschaften, wie heiße ich jetzt? Poldi, der Bärenfresser. Ja, das will ich auch gemeint haben. Und merke dir die Worte Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Ja, so ein Quatsch. Gar kein Quatsch. Spencer, ja. Alle sind unterwegs zur Rettung Kasis, die ja nun glücklicherweise nicht mehr nötig ist. Ach so, ja. Ich glaube, die Verkehrslage an der Kreuzung Poldi-Fingen-Nepomukhausen ist sehr kritisch. Oh, da renne ich gleich los und regle den Verkehr. Und hier noch ein Hinweis zur Verkehrslage, ja? Staugefahr an der Kreuzung Poldi-Fingen-Nepomukhausen. Und zusätzliche Warnung vor dem Geisterfahrer und Bärenfresser Poldi. Wir schalten um zum Stau. Und dränge ich nicht alle so. Lexi, wo bist du denn? Na, komm mal her. So, und seid ganz ruhig. Ja, also. So. Ist das hier ein Hühnerhof? Ja, du. Ist jemand was passiert hier? Nein. Nichts. Bei beruhigter Verkehrslage darf ich dann vielleicht von euch einmal die Nachricht erhalten, ob ihr alle Gummibärchen zutransportiert bekommen habt. Ja. Na fein. Und, habt ihr euch alles gemerkt? Ja, muss ich wohl vielleicht einzeln fragen, was? Ja. Ihr wisst doch, Leute, was sie sich alle merken sollten. Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Nun, passt mal auf. Also, fragen wir vielleicht mal Nepomuk zuerst, ja? Nach Entrichten im Transportwesen ist Verkehr. Ja, das ist immer besser. Kriegsboys. Nahverkehrstransportwesen sind wichtig. Lisa, versuch's du doch mal. Am Tresen ist man nie verkehrt. Vielleicht darf ich Poldi fragen. Noch so ein Käse, Sahnetorten und viel mehr. So, euch alle hier versammelt zu sehen. Ja, wo ist denn mein Gummibärchen? Galaktika, dein Bärchen. Ja, dein Kasi, Bärchen. Ja. Es tut mir leid, dass ich nicht so schnell kommen konnte. Ich musste noch den Müll runterbringen. Macht ja gar nichts. Wäre ja auch gar nicht schlimm, wenn du gar nicht gekommen wärst. Aber ich meine, Aber du hast mich doch dauernd angesungen, weil du ein Gummibärchen für mich hast. Ja, meine liebe Galli, gesungen habe ich. Das, ja, viel gesungen, aber... Nun, gib mir das Gummibärchen. Wo ist es denn? Geklaut. Das ist aber nicht schön. Nein, dass die liebe Galli als einzige kein Gummibärchen bekommen soll. Nein, das ist auch nicht schön. Aber sag mal, kannst du dir nicht eins zaubern? Nein. Ja. Nein, ja. Das verbieten die andromedanischen Gesetze. Ach so, das verbieten die Gesetze. Sag mal, erlauben die andromedanischen Gesetze vielleicht, dass du mir eins zauberst? Ja, das erlauben sie. Oh, naja, dann zaubere mir mal eins. Hier hast du ein Gummibärchen im Casino. Oh, toll! Schöner Danke, Galaktika. Hier hast du ein Gummibärchen. Ich danke dir, Casimir. Und merke dir, Nachrichtenwesen, Transport und Verkehr. Ja,
Hast du verstanden? Ja. Nach richtigen Wesen tanzt ein Wort hin und her. Nach richtigen Wesen tanzt ein Wort hin und her. Spencer, damit kannst du die heutige Sendung beenden. Also Schluss mit der Bärenjagd. Tschüss für heute, liebe Leute. Tschüss.